Guten Tag, liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal schönen Montag und Start in die neue Woche. Ja, mit den Biografien sind wir ja nun durch. Und nun geht es weiter mit dem chronologischen Ablauf der Geschichte mit dem Jahre 1933. Ich habe schon mal so ein bisschen geblättert, um zu sehen, wie ich es aufteile. Also alleine das Jahr 1933 hat jetzt 9, 28, nee, muss ich kurz rechnen, 26 Doppelseiten. 26 Doppelseiten. Das sind also 9 Geschichtsstunden, Videos, wo es nur um dieses eine Jahr erst einmal geht. Ähnlich wie das ja so wichtige Jahr 1914 beim letzten Band. Da waren so, glaube ich, sogar noch viel mehr. So dass ich eine Aufteilung auf 8x3 und 1x2 Doppelseiten ergibt. Und da hatte ich überlegt, vermache ich die zwei Doppelseiten zum Schluss oder mache ich es am Anfang? Ich mache sie am Anfang, weil ich heute noch so ein paar Sätzchen vorweg schieben will, um den einen oder anderen Kommentar, der kommen wird, vielleicht deutlicher zu erklären, was die Intention ist. Also von weg. Für mich gibt es keine schlechtesten Zeiten Deutschlands, beste Zeiten Deutschlands, also beziehungsweise diese Zeit, da ist alles schlecht gewesen. Wir haben ja das Jahr oder die 1920er Jahre live miterlebt, praktisch durch den Band 15. Und wir wissen, wie man es mit den Deutschen getrieben hat, wie es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist, dass wir mitnichten die eigentlichen oder einzigen Schuldigen an diesem Krieg waren und wie wir dafür bezahlen mussten. Wir haben die Bilder gesehen, wie es 1933 oder 32 in Deutschland aussah, wo uns die Weimarer Republik hingeführt hat, wie schnell gerade SPD und Zentrums- und liberale Politiker alles schnell unterschrieben und mitgemacht haben, was uns immer mehr den Hals abgeschnürt hat, wie Kommunisten und Sozialdemokraten, kurz gesagt Rote, hinterrücks deutsche Arbeiter und Demonstranten erschossen haben. Also wir haben so richtig miterlebt, wie man es mit den Deutschen getrieben hat. Und nun ist ja nachweislich, beziehungsweise ist ja nicht irgendwo was Erfundenes. Viele Politiker hatten nun mal diese, die da sehr maßgeblich beteiligt waren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, in den USA und in Großbritannien, jüdische Wurzeln. Und dann ist es so, und das habe ich immer wieder betont, man darf nicht alles aus dem heutigen Sichtweise sehen, sondern wenn ich was kommentiere oder mich damit beschäftige, versuche ich mich in die damalige, in die Zeit von damals zu versetzen, das Gefühlsleben der Leute von damals zu verstehen. Und wir haben ja mitbekommen, es war nicht nur in Deutschland so, und auch die Kirche zum Beispiel war da keine Ausnahme, dass doch ein gewisser, ich will es mal so ausdrücken, Argwohn gegenüber den Juden bestand. Und das natürlich auch in diesem Schriftwerk des Herrn Hitler, Kampf, Mein Kampf, ne? Ich hab's, muss ich ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht gelesen. Interessiert mich auch nicht, weil ich betrachte mir die Geschichte und das, was dafür entscheidend ist, wenn da was gegen die Juden steht und so weiter. Ich denke mal, zu dieser Zeit, in den 50 Jahren zwischen 1933 und sagen wir mal 1800 und 87, werden wir zig Bücher finden, wo über diese Leute nicht so positiv geschrieben worden ist. Und von daher, wenn man das in diesem Kontext betrachtet, war Adolf Hitler und das, was da in den 20er Jahren in Deutschland passierte, keine Ausnahme. Und wie gesagt, wir haben ja auch erlebt, wie 1930 sofort, als nicht mehr die Parteien so stark waren, sondern eine ganz bestimmte, wie plötzlich, ohne dass der Deutsche schlechter gearbeitet hätte, die Produkte schlechter geworden wären oder irgendwas passiert wäre, sofort aus Amerika vor allen Dingen die Reaktion kam,
von der Börse und auf einmal alles krachte, wie wir das heute auch wieder erleben. Deswegen sage ich nur eines: Ich werde nichts aus dieser Zeit 100% verteufeln. Ich werde auch nichts leugnen, ne, Gottes Willen. Wie gesagt, ich kenne die Berichte meiner Mutter, die war damals, muss ich kurz überlegen, 10 Jahre. Die wohnte in Hopfgarten, unweit des Buchenwaldes. Und da hat sie immer mal so erzählt, wo sie dann die Leute auch von Hopfgarten da hochgejagt haben, nach Buchenwald. Es gab schon diese Toten. Und bloß, wie es dahin kam, da werden wir alles noch irgendwo den Weg dorthin finden, was da auch die Gründe dafür waren. Und wie gesagt, ich habe es schon mal ja in diesem Extra-Video angesprochen. Mir geht es nicht um Judenhass oder sonstiges. Mir geht es einfach um den Zionismus, der euch selber schadet und den diese Leute selber, diesen Antisemitismus immer wieder bewusst schüren, weil sie wissen, er nutzt ihn aus dem Grund, weil sie damit wieder alles Mögliche verbieten können, was ihre Machenschaften offenlegen könnte und ihnen in den Arsch treten könnte, weil ja dann auch Machenschaften von einem Herr Soros und Bloomberg und Co., die die Welt als ihre Melkkuh betrachten und als Experimentierkasten für ihre Weltherrschaftsideologien, die werden damit natürlich auch geschützt, ne? Weil es sind ja auch Juden. Also bitteschön, wenn ihr wirklich euren Antisemitismus, der halt immer wieder aufkommt durch solche Leute, bekämpfen wollt, bekämpft nicht die Deutschen, bekämpft nicht die Italiener, bekämpft nicht die Franzosen, bekämpft nicht irgendjemand, bekämpft diesen Spaltpilz in euren eigenen Reihen, ne? Distanziert euch öffentlich von ihnen und sagt, das sind keine Juden, das sind Zionisten. Und Zionisten haben mit dem Judentum nichts zu tun. Zionisten wollen nur spalten, auf Kosten anderer sich die Taschen füllen, Völker umerziehen, Verbote aussprechen, kurzum alles, was der Mensch nicht will, möchte der Zionist in seinem Interesse. Und dadurch entsteht dann immer, weil sie halt offiziell ja zur Eurogruppe gehören, dieser sogenannte Judenhass und Antisemitismus und was es alles für Begriffe gibt. Wenn ihr euch von diesem schlechten Stamm Israels endlich trennen würdet und würdet sagen, wir lassen euch nicht mehr in unsere Synagogen, wir lassen euch nicht mehr für uns Juden sprechen, auch zum Beispiel ein Herr Schuster. Und mir fällt immer dieser mit der aufgeplatzten Kopf hier, mit dem aufgeplatzten Arm nicht ein, der Name von der aus Bayern, dann würdet ihr selber und sagt und deutlich macht, wir wollen kein auserwähltes Volk sein, wir wollen niemanden missionieren zu dem, was wir für richtig finden, dann würde auch der Antisemitismus Stück für Stück verschwinden, ne? Dann würde man sich mit Leuten speziell beschäftigen. Und das ist das Problem, was ich immer wieder anspreche. Das ist mein Aufruf an euch. Und wie gesagt, wenn ich hier jetzt was kommentiere, hat das nichts mit Verherrlichung von irgendwas zu tun, sondern ich sehe es einfach nur aus der Sicht eines Deutschen, der in den 20er Jahren leiden musste ohne Ende. Und daran war nun mal nicht nur, aber zum großen Teil gerade diese Zionisten dafür verantwortlich. Ne? Ja, weiter geht's also mit dem Jahre 1933. Wir hatten ja die Biografien gestern beendet. Und wie gesagt, heute mache ich dann nur zwei Doppelseiten, weil ja dieses Vorwort nochmal war. Zum Beispiel noch als letztes, bevor ich anfange, als bestes Beispiel. Wie würdet ihr, ich möchte mal sehen, wenn wir in einem anderen Land als Deutsche hinkommen würden und würden vor das Wahrzeichen dieses Landes unsere Symbole stellen zu einer Zeit, die für die Leute ganz wichtig ist. Und deswegen sage ich, ein echtes Zionistenwerk und wir sehen wieder, wer damit drauf rumgeturnt hat mit der Kippa, der Herr Steinmeier, ist dieser überdimensionale, protzerische Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor. Es tut mir leid.
Aber ich als Deutscher empfinde sowas als Provokation. Und das ist nicht im Sinne von euch, das ist nur im Sinne dieser Zionisten, die wieder damit genau wissen, was sie tun und damit wieder genau wissen, sie spalten und hätten und schüren wieder Ressentiments, wie man das so schön sagt. Ne? Dort gehört ein großer deutscher Weihnachtsbaum, ein Tannenbaum hin, der mit unserer Kultur zu tun hat. Ich weiß, ihr habt ja auch schon immer gewohnt, und Teil, nee, es ist eine deutsche Kultur und da gehört ein Tannenbaum hin. Ne? Und nicht so ein Symbol der Macht. Guckt an, vor eurem Wahrzeichen bauen wir unseren großen Tschernobyl-Leuchter hin. Ich möchte mal sehen, wenn wir dasselbe in der Türkei machen würden mit der riesengroßen Weihnachtsbaum oder in Jerusalem eine deutsche Flagge zu eurem Feiertag hissen würden. Nee. Das sind solche Provokationen, die mit Absicht von solchen Leuten gemacht werden. Ne? Und unsere bestimmten Politiker machen da immer schön mit, weil sie teilweise von denen gut dafür entlohnt werden mit Karriere, mit guter Berichterstattung über sie, damit sie immer wieder gewählt werden und mit guten Jobs nach ihrer politischen Karriere in der Wirtschaft. So, und jetzt geht's aber los. 2. Januar 1933 geht ein paar Randbemerkungen. Mal schauen, die kommen alle vorher, ja. Geht's gleich durch mit den Randbemerkungen. 2. Januar 1933. Die letzten US-Truppen verlassen nach 20-jähriger Besatzung Nicaragua. 4. Januar 1933. Im Haus des Bankiers Kurt von Schröder in Köln verhandeln NSDAP-Führer Adolf Hitler und der frühere Reichskanzler Franz von Papen über eine gemeinsame Regierungsbildung in Deutschland. 7. Januar 1933 in Moskau. 7. Januar 1933. In Moskau beginnt ein bis zum 12. Januar dauerndes Plenum des Zentralkomitees und der Zentralen Kontrollkommission der KPdSU. Josef Stalin, Generalsekretär der Partei, berichtet über den ersten Fünfjahresplan, der in 4 Jahren und 3 Monaten erfüllt worden sei. Nochmal so als Randbemerkung zu dieser Randbemerkung, weil ich das heute beim Überfliegen, wo ich mal kurz schon meinen Computer reingeschaut habe, als Kommentar von einem Leser gelesen habe, glaube Haftenberger, wie hieß, was Zionismus und Bolschewismus miteinander zu tun hat. Aber sehr viel, aber sehr viel. Weil die schlimmsten Bolschewisten sind Zionisten. Karl Marx war einer von ihnen, ne? Ne, zum Teil. Und sie haben beide eine Ideologie, die Weltideologie. Dass alles, was gut sein soll für den Menschen, überall mit Zwang durchgesetzt werden muss, mit Verboten etc. Ne? Der Bolschewismus hat nichts mit dem zu tun, ja, was immer die Leute sich unter Kommunismus oder irgendwas vorstellen, Macht des Volkes, wir haben es ja in der DDR erlebt. Mag sein, dass sogar viele davon mit guten Gedanken dort reingegangen sind und das wollten, aber wir erleben doch immer wieder, wie genau dieser nach außen hin sich schön und menschenfreundlich gebärdende Zionismus und Bolschewismus nach außen hin schön gebärdet vorgibt, sich für das gemeine Volk einzusetzen. Ne? Die einen tun es durch eine absolute sozialistische Umpolung der Gesellschaft, die anderen tun es mit Almosen über alle möglichen Wohltätigkeitsorganisationen, aber sie haben nur ein Ziel, ihre eigene Ideologie durchzusetzen. Und schauen wir uns Frau Merkel an, schauen wir uns Herrn Weber an, schauen wir uns viele, viele in dieser jetzigen Regierung an. Das sind alles solche Leute, die ein schönes Gesicht machen, so tun, als ob sie Menschenfreunde sind und für die Menschen arbeiten wollen. In Wirklichkeit haben sie nur ein Ziel, und das haben wir ja zum Beispiel jetzt erst wieder beim Migrationspakt erlebt. Sie wollen konsequent ihre Ideologien durchsetzen. Koste es, was es wolle, gegen die Menschen, gegen die Menschlichkeit, gegen das, was das Gute im Menschen ausmacht. Und deswegen kann man Zionismus und Bolschewismus sehr wohl zusammentun. Ne?
Weiter geht's. 12. Januar 1933 in Spanien gründet Antonio Goicoechea die Partei Spanische Erneuerung, in Klammern Renovación Española, Klammer zu, der eine Wiedereinsetzung der 1931 gestürzten Monarchie zum Ziel hat. Und nun kommen wir zum ersten großen Artikel. Und der datiert vom 30. Januar 1933. Hitler wird Reichskanzler, Drittes Reich bricht an. Nochmals Erinnerung an Herrn Anton Hofreiter, Nazis raus. 1939 gab es keine Weimarer Republik mehr. Weiter geht's mit dem Text dazu. In Berlin wird die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und die Vereidigung seines Kabinetts bekannt gegeben. Ihm gehören drei Mitglieder der von Hitler geführten NSDAP und acht konservative Minister an. Erste Überschrift, erste Zwischenüberschrift, Dauerkrise der Regierung. Am 28. Januar war General Kurt von Schleicher als Reichskanzler zurückgetreten, weil ihm Reichspräsident Hindenburg die geforderten Vollmachten nicht weiter zugestehen wollte. Damit endete eine fast dreijährige Phase sogenannter Präsidialkabinette, die faktisch nur mit Unterstützung des Präsidenten am Parlament vorbei regiert hatten. Der frühere Reichskanzler Franz von Papen erhielt den Auftrag, mit dem Vorsitzenden der DNVP, Alfred Hugenberg, dem bayerischen Finanzminister Fritz Schäffer, Bayerische Volkspartei, sowie Hitler als Vorsitzenden der stärksten politischen Partei über eine Regierungsbildung zu sprechen. Von Papen und Hugenberg stimmten in der Einschätzung überein, dass Hitler keine Mehrheitsregierung, sondern ein Präsidialkabinett anstreben werde. Dabei forderte Hugenberg für sich das Amt des Reichswirtschafts- und Ernährungsministers. Hitler verlangte in seinem Gespräch mit den von Papen für seine Partei außer dem Kanzleramt das Innenministerium und das Amt des Reichskommissars in Preußen. Reichspräsident Paul von Hindenburg billigte am Abend des 28. Januar die Berufung Hitlers und forderte von Papen auf, als konservatives Gegengewicht zur NSDAP Reichskommissar in Preußen zu bleiben und Vizekanzler zu werden. Am 29. Januar fanden die entscheidenden Gespräche über die Kabinettsbildung im Berliner Hotel Kaiserhof statt. Dem neuen Kabinett gehören sechs parteilose Minister, je zwei Mitglieder der DNVP und der NSDAP sowie Hitler selber an. Von Papen wird Reichskommissar in Preußen, muss die Kontrolle über die preußische Polizei aber an Hermann Göring, NSDAP, abgeben, der als Reichsminister ohne Geschäftsbereich auch kommissarischer preußischer Innenminister ist. Am Morgen des 30. Januar versammeln sich die künftigen Minister gegen 10:30 Uhr im Hause von Papens. Hitler erhebt kategorisch die Forderung nach Auflösung des Reichstages. Da Neuwahlen bei einem absehbaren NSDAP-Erfolg für seine DNVP nur von Nachteil sein können, lehnt Hugenberg entschieden ab. Der Streit, der die noch nicht vollzogene Koalition zu sprengen droht, wird durch von Papen beigelegt, der auf den Wert der nationalen Einigung verweist. Mit den neuen Kabinettsmitgliedern leistet Hitler anschließend den Eid auf die Verfassung. Der Reichspräsident entlässt sein Kabinett mit den Worten, Zitat, und nun, meine Herren, vorwärts mit Gott. Zitat Ende. Und da haben wir dann gleich die Bilder, bevor wir den letzten Abschnitt angehen. Inszenierung der Demut. Anlässlich der Eröffnung des neu gewählten Reichstages durch einen Staatsakt in der Potsdamer Garnisonskirche
Treffen am 21. März Reichskanzler Adolf Hitler links und Reichspräsident Paul von Hindenburg zusammen. Hindenburg wird von vielen Deutschen aufgrund seiner militärischen Verdienste im Ersten Weltkrieg verehrt. Und da haben wir die beiden auf dem Bild. Ja, wie es schon wieder angeschrieben wird, gell? Wie gesagt, der Bund ist sehr gut, relativ neutral, geht einfach nur chronologisch die Ereignisse durch, aber manche Bemerkungen kann man sich halt nicht sparen. Wie steht hier Inszenierung? Schauen wir uns an, wenn die Frau Merkel ihre Amtseide aufs deutsche Volk und Deutschland gegeben hat. Das war noch mehr als Inszenierung, das war ein wunderbar gespielte Schauspielakte. Dafür hätte sie tatsächlich einen Oscar verdient gehabt. Ohne eine Miene zu verziehen, hat sie da jedes Mal gelogen. Und weiter geht's mit dem nächsten Bild. Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler veranstaltet die Sturmabteilung in Klammern SA, Klammer zu, der Wehrverband der NSDAP am Abend des 30. Januar einen Fackelzug durch Berlin. Fahnenabordnungen der SA marschieren an der Reichskanzlei vorbei. Die Umzüge markieren symbolisch das Ende der Weimarer Republik. Tja, nach dem, was die Leute zu erdulden hatten, durch die Roten und Kommunisten, ja, Roten und Linken, die hinterrücks auf sie geschossen haben, wenn sie demonstriert haben, ist es normal, dass die am Tag, wo sie dann selber die Macht bekommen haben, natürlich ordentlich gefeiert haben. Ist logisch. Und dann zum Schluss, jetzt zu diesem Abschnitt. Der Abschnitt Illusion der Bürgerlichen. Durch die Besetzung des Reichs- und preußischen Innenministeriums mit den NSDAP-Vertretern Wilhelm Frick und Hermann Göring haben die Nationalsozialisten Schlüsselpositionen inne. Wegen der zahlenmäßigen Unterlegenheit im Kabinett glauben jedoch von Papen, Hugenberg und Hindenburg, Hitler eingerahmt und gezähmt zu haben. Damit täuschen sie sich über die wahren Machtverhältnisse. Hitler, der die alleinige Führungsrolle in Deutschland anstrebt, benutzt die legal erhaltene Machtposition fortan zur Errichtung einer totalitären Diktatur. Ja, schauen wir uns an, 37, noch was Prozent, das ist nun mal mit Abstand das Größte. Da feiert sich heute auch ein Herr Söder in Bayern als der große Sieger. Und dementsprechend werden natürlich auch die Ministerposten verteilt. Ganz normal. So war das auch damals. Ganz demokratisch wurde diese Partei und dieser Mann gewählt. Weiter geht's mit dem Fokus für heute, das letzte, Hitler und die Industrie. Skepsis der Wirtschaftsführer gegenüber der Republik. Der Aufstieg der Nationalsozialisten an die Macht wird auch durch die deutsche Wirtschaft ermöglicht. Zwar ist die NSDAP vielen Unternehmern suspekt, andere einflussreiche Kreise unterstützen sie jedoch. Als entscheidend stellt sich die Ablehnung des parlamentarischen Systems in weiten Teilen der Industrie heraus. Tja, heute ist es so, dass wir ja gar keine deutsche Industrie mehr haben. Die sind fast alle die großen Konzerne in der Hand, entweder direkt aufgekauft, wie Opel von Franzosen. Gut, okay, sag ich, stimmt, die sind in den 1920er Jahren von Opel an die Amis verkauft worden. Aber da gibt es ja für unzählige andere Beispiele, wo KUKA zum Beispiel, ne, durch Mehrheitsbeteiligung im Hintergrund, durch riesengroße Aktienpakete, wenn man die dann rauszieht, bricht das ganze Unternehmen zusammen. Siehe der Fluglinie Air Berlin, ne, wo die Emirate raus sind, war dann endgültig Pumpe. So sieht heute die deutsche Wirtschaft aus und so verhält sich auch die deutsche Wirtschaft, die angeblich deutsche Wirtschaft, dem Deutschen gegenüber. Ne? Und ja, ob manche vielleicht das gut finden, gerade die Deutschen, weiß ich nicht, aber sie tun es machen, weil es ihnen ihre hintergründigen Geldgeber so vorschreiben.
oder sie selber gar keine Deutschen mehr sind. Weiter geht's. Als ich am 4. Januar 1933 im Kölner Haus des Bankiers Kurt von Schröder, der frühere Reichskanzler Franz von Papen und NSDAP-Führer Adolf Hitler zu Gesprächen über eine künftige Reichsregierung treffen, markiert dies den vorläufigen Höhepunkt der Einflussnahme industrieller Kreise auf die politische Entwicklung in Deutschland. Ist heute ganz und gar nicht so, gell? Die historische Zusammenkunft bereitet den Aufstieg Hitlers zum Reichskanzler vor und gilt als Geburtsstunde des Dritten Reichs. Obwohl von Papen der eigentliche Wunschkandidat führender Wirtschaftslobbyisten ist, profitiert Hitler von den antidemokratischen Bestrebungen, welche in weiten Teilen der deutschen Unternehmerschaft verbreitet sind. Interessant. Sie, ich wiederhole es nochmal, 37, noch was Prozent. Was hat das mit antidemokratisch zu tun, wenn dann der auch der Chef der, der Regierung wird, der Chef des Ganzen wird, der die 37, noch was Prozent hinter sich hat? Nee, die Antidemokraten sind immer die, die sich solche Texte einfallen lassen. Ne? Weiter geht's mit einem Bild dazu. Ermöglichen Hitler den Aufstieg in die Reichskanzlei. Franz von Papen links und der Bankier Kurt von Schröder. Das ist Demokratie, Freunde. Wenn die den Reichskanzler oder Regierungschef oder wie es woanders überall wo heißt, stellen und auch den stellen, den sie möchten und nicht den der politische Gegner oder irgendeine Zentrale in Brüssel ihnen vorschreibt, zum Chef der Regierung machen. Ne? Und nicht wie das zum Beispiel zuletzt in Italien wieder der Fall war. Dass gewisse Kreise sich erlauben zu sagen, nein, das war vom Volk gewollt, aber wir wollen den nicht. Das ist keine Demokratie, das ist Zionistendemokratie, was da heute läuft. Wirtschaft uneins über Regierung. Bereits während der schweren Wirtschaftskrise der Jahre 1925-26 hatten einige Unternehmer scharfe Angriffe gegen das parlamentarische Regierungssystem der Weimarer Republik gerichtet. Wortführer waren vor allem Vertreter des Ruhrkohlenbergbaus sowie der Eisen- und Stahlindustrie. Als Sprachrohre dienten ihnen der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in Klammern VES, Klammer zu, sowie der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen, in Klammern Langnahmverein, Klammer zu. Der Geschäftsführer des VES, Jakob Reichert, empfahl Ende 1925 angesichts eines überspannten Parlamentarismus ohne Parlament mit Hilfe eines Ermächtigungsgesetzes zu regieren. Der Vorsitzende des Langnahmenvereins, Paul Reusch, betonte, Deutschland fehle ein politischer Führer. Im Reichsverband der deutschen Industrie, in Klammern RDI, Klammer zu, stellten die Vertreter der Schwerindustrie eine einflussreiche Gruppe dar. Mit ihrer gegen das politische System der Weimarer Republik gerichteten Haltung stießen sie bei der Führung des RDI allerdings auf Widerstand. Unter der Leitung des Chemieunternehmers Karl Duisberg war der RDI an einer Zusammenarbeit mit der Reichsregierung interessiert, da er sich nur auf diese Weise Unterstützung für die dynamischen, exportorientierten Branchen wie Chemie und Elektroindustrie erhoffte. Als Idealbild deutschen Staatswesens diente der deutschen Wirtschaft der Obrigkeitsstaat der Kaiserzeit. Ja, den haben wir heute wieder, der Obrigkeitsstaat der Frau Merkel. Fast alle wirtschaftlichen und sozialen Missstände der Weimarer Republik wurden der parlamentarischen Demokratie und der Arbeiterbewegung angelastet. Nach dem triumphalen Erfolg der Nationalsozialisten bei den Reichstagswahlen im September 1930 wurden im RDI die Rufe nach einer Unterstützung für die extreme Rechte immer lauter. Weiter geht's mit dem letzten Abschnitt für heute. Dann kommt noch ein Bild. Hitlers Helfer.
Auf der Vorstandssitzung des RDI am 27. November 1930 plädierte der Wortführer der deutschen Stahlindustrie, Fritz Thyssen, in Anwesenheit von Reichskanzler Brüning für eine Einbindung der NSDAP in die Regierungsverantwortung. Thyssen, der Hitlers Partei seit längerem finanziell unterstützte, entwickelte sich zum größten Fürsprecher der Nationalsozialisten in der deutschen Unternehmerschaft. Ja, deswegen will man jetzt auch Thyssen Group endgültig ein Garaus machen. Im Oktober 1931 nahm er an einem Treffen der nationalen Opposition in Bad Harzburg teil, in Klammern Harzburger Front, Klammer zu. Im Januar 1932 ermöglichte er Hitler einen Auftritt vor dem Industrieclub Düsseldorf, um für sein Programm zu werben. Zusammen mit dem früheren Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht, dem Industriellen Albert Vögler und dem Bankier Kurt von Schröder, in Klammern Freundeskreis der Wirtschaft, Klammer zu, forderte er im November 1932 den Reichspräsidenten Hindenburg auf, Hitler zum Reichskanzler zu berufen. Nach dem Rücktritt des Kabinetts Papen im Dezember 1932 sah der NSDAP nahe Zirkel seine Chance, in die Regierungsbildung einzugreifen. Während weite Teile der deutschen Wirtschaft eine erneute Kanzlerschaft Franz von Papens unter Einbindung der NSDAP anstrebten, blockierten die Industriellen um Thyssen derartige Bestrebungen. Für sie war die gewünschte Rückkehr zum autoritären Staat untrennbar mit der Person Hitlers als politischen Führer verbunden. Und da haben wir noch das Bild, was ich angekündigt habe. Teile der deutschen Industrie unterstützten die NSDAP. John Heartfields Fotomontage ziert am 16. Oktober 1932 das Titelblatt der Arbeiter Illustrierten Zeitung. Tja, wie heißt der Typ? John Heartfields. Alles klar, da wissen wir ja, wie der schon wieder gehetzt wurde. Hier haben wir noch, ich lese mal vor, was so drauf steht. Das ganz kleine hier oben kann ich nicht lesen. AIZ müsste das heißen, ganz oben. Ich will noch mal gucken, wie ist die Zeitung? Arbeiter Illustrierte Zeitung, ist ein I, kein J. AIZ, darunter der Sinn des Hitlergrußes. Motto: Millionen stehen hinter mir. Kleiner Mann bittet um große Gaben. Genau dieselbe widerliche Hetze, die die Zionisten und Kommunisten und Bolschewisten damals betrieben haben, wie sie sie heute betreiben. Ähnliche Sachen sehen wir ja heute genauso, ne? Über bestimmte Parteien, ne? Dabei sind die Demokraten die größten Handaufhalter, ne? Denen stehen keine 87%, sondern nur genau solche Leute wie der da hinten, der die Scheine in die Taschen steckt, an der Arme. Und deswegen so eine breit gefächerte Kampagne gefahren wird für diese angeblichen Demokraten, dass jeder oder viele Deutsche immer noch glauben, dass sie von einer demokratischen Regierung regiert würden. Dabei müsste man sich bloß ab und an mal Zeit nehmen und die Bundestagsdebatten ganz genau anschauen, auch ganz genau in die Gesichter schauen, wenn sie ihre Reden halten, wer dort freispricht, wer, wo man merkt, der spricht, eigentlich könnte das auch ohne Blatt Papier ablesen, und welche nur wie ein Herr Maas immer bald der Kopf abbricht, weil er immer ganz genau gucken muss, was er da vorgeschrieben bekommen hat, damit er ja immer schön seinen Text behält. Das sind diese Demokraten, die heute das Geld so von hinten bekommen. Das sind die Millionen, die hinter SPD, CDU, CSU, FDP, Grünen und Linken stehen. Ja, auch die Linken. Die machen da keine Ausnahme, ne? Da sehen wir hier in Thüringen, für wen die Politik machen, wenn sie am Ruder sind. Die machen nicht Politik für den normalen, gemeinen Deutschen. Die machen Politik für Klientel. Und da sind wir auch wieder bei den Zionisten, ne? Wie einem Herrn Kramer und Co. Ja, gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Montag, einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr habt heute wieder was dazugelernt, das ein oder andere wieder neu aufgefrischt. Und ja,
ein paar Anregungen bekommen zum Nachdenken über das eine oder andere, wie heute die Politik oder bestimmte Sachen in der Geschichte dargestellt werden. Ne? Es gibt nicht immer nur eine Seite einer Medaille, es gibt immer zwei, und auch die Wurst hat jedes, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ne? Kennt man auch. Also, wie gesagt, diese einseitige Darstellung mache ich nicht mit. Und da wir genügend von der anderen Seite haben, stelle ich mal die Sicht dar der Deutschen, wie sie damals erlebt haben, wie man sie im Kontext der Zeit kommentieren und betrachten muss und nicht aus heutiger Sicht in einem System, wo sich Leute anmaßen, andere zu verurteilen, dass sie das und das nicht getan hätten, obwohl sie selber heute schon wegen der kleinsten Kleinigkeit gegen so ein zionistisch-bolschewistisches System einknicken und sich alles gefallen lassen. Ne? 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 Dann wünsche ich noch was und verbleibe wie immer mit halte die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao, ciao, euer Egon.